Herzlich willkommen im Hörsaal A des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaften der FU Berlin. Im Namen des OSI-Clubs, des Organisationsteams, begrüße ich Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie trotz Hitze und Unwetterwarnung so zahlreich erschienen sind. In den letzten Veranstaltungen haben wir schon einiges zum Thema Lügenpresse erfahren. Wir haben einen historisch-politischen Einblick bekommen. Wir haben zum Verhältnis von Macht und Medien im Ausland und Inland gehört. Wir haben über Rechtspopulismus in Deutschland gesprochen und wie Medien und Politik mit ihm umgehen können. Wir haben aber auch kritische Stimmen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört. Und heute erhalten wir eine eher medienwissenschaftliche Analyse zum Begriff Lügenpresse. Wir freuen uns, dass Professor Dr. Frank Überall heute hier sein kann, dass er es von Bonn nach Berlin geschafft hat. Und er wird einige Perspektiven zum Begriff Lügenpresse bringen im Kontext zur Rolle und Funktion von Journalismus im demokratischen System. Professor Dr. Frank Überall war schon während seiner Schulzeit Autor und Journalist, hat später für den WDR und für die ARD gearbeitet, bevor er seine akademische Laufbahn weiterführte. Er lehrt zurzeit an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln und Berlin und ist seit 2015 Bundesvorsitzender des Journalistenverbands. Er stellt die Frage, welche Relevanz der Journalismus hat, denn er sieht zurzeit den Journalismus bedroht durch die gegenwärtigen Attacken und stellt die Frage, ob der Journalismus nicht stärker thematisiert werden sollte und stellt die Frage, ob die systemrelevante Institution einen ideellen Rettungsschirm braucht. Vielen Dank, dass Sie heute hier sein können. Vielen Dank, Frau Geuchen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Ringvorlesung hier im OSI-Club am Otto-Suhr-Institut. Sie beleuchten in Ihrer Ringvorlesung ein aus meiner Sicht wirklich hochaktuelles Thema. Neben den Rufen Merkel muss weg, ist es gerade dieser Ruf der Lügenpresse, der bei bestimmten Demonstrationen besonders häufig und besonders aggressiv zu hören ist. Lügenpresse, das ist bewusst abwertend gemeint, ein politischer Kampfbegriff, der einen Berufsstand pauschal diskreditieren soll. Und ich sage unseren Berufsstand, denn ich beschäftige mich mit Journalismus in meinen unterschiedlichen Rollen. Ich arbeite selbst als freier Journalist, überwiegend, wir hörten es gerade, für WDR und ARD. Ich lehre Medien- und Sozialwissenschaft an der HMKW-Hochschule und bin eben auch ehrenamtlich Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, des DJV. Ich bin also einer von denen, die offensichtlich mit Lügenpresse gemeint sind. Heute Abend möchte ich mich in Bezug auf diese Herausforderung vor allem damit beschäftigen, wie sie von uns Journalistinnen und Journalisten, und sehen Sie es mir nach, dass ich in dem weiteren Vortrag überwiegend die männliche Form gebrauche, da sind natürlich die weiblichen Formen immer mit eingeschlossen, wie es also von uns Journalistinnen und Journalisten gesehen wird. Es geht um unsere Sicht auf diese Bedrohungen, aber es soll auch um die gesellschaftliche Wirkung dieser verbreiteten Haltung gehen und nicht zuletzt darum, wie eben noch konkret Journalismus in Deutschland bedroht wird. Es sind ja nicht nur diese Lügenpressevorwürfe, die uns zu schaffen machen. Diese bewusst pauschale Verunglimpfung ist deshalb anschlussfähig im gesellschaftlichen und politischen Diskurs, weil etwas schiefläuft in unserer Republik. Weil wir unseren Journalismus nicht mehr wertschätzen. Weil wir nicht mehr wissen, was wir an ihm haben. In unserer Wirklichkeit fehlt manchen nicht nur die Wertschätzung für Journalismus, in der von vielen für sich selbst konstruierten Wirklichkeit fehlt auch die Überzeugung, dass wir qualitativ hochwertig, ja, professionell erstellte Medienprodukte wirklich brauchen. Aber ich sage, wir brauchen sie, um informiert zu sein, um am demokratischen Diskurs teilhaben zu können. Also um mitreden zu können, in unserer Gesellschaft ja auch, um mitentscheiden zu können. Wir leben schließlich in einer Demokratie und ein anderes System will doch die Mehrheit in unserer Republik nicht.
Demokratie ist aber anstrengend, dafür muss man was tun. Und so ist es auch mit unserem Journalismus. Journalismus und Bedrohung. Nehmen wir erstmal diesen Begriff der Bedrohung in den Fokus und bewegen ihn erstmal in einen ganz anderen Zusammenhang. Wenn Sie, meine Damen und Herren, sehen, wie ein Mann bedroht wird, vielleicht von einem Menschen, der ihm ein Messer an den Hals hält, wenn Sie diese missliche Situation des Mannes, der da bedroht wird, zur Kenntnis nehmen, würden Sie, würden wir doch was tun wollen. Etwas für den Mann tun. So muss es uns auch in Bezug auf den Journalismus gehen. Wir müssen seine Bedrohung im ersten Schritt erstmal erkennen. Ja, dieses Set, diese vielfältigen Bedrohungen, die diese quasi vierte gesellschaftlich konstitutive Gewalt gerade erlebt. Und zu erkennen, dass man für den Journalismus gerade was tun muss. Eine dieser Bedrohungen für den Journalismus ist, dass das Vertrauen in das Funktionieren unabhängiger Medien in unserem Land in den letzten Monaten gesunken erscheint. Das zeigen uns diese unverschämten Lügenpresserufe. Das zeigen aber zum Beispiel auch mir mehrere persönliche Gespräche, in denen zumindest im privaten Kreis so eine gewisse Verunsicherung zum Ausdruck kommt. Studien dagegen belegen, dass das Vertrauen bei Weitem noch nicht völlig erodiert oder gar verschwunden ist. Noch immer informieren sich die Menschen gerne und ausführlich in den Medien über das Geschehen in der Welt, in Europa, in Deutschland oder vor ihrer eigenen Haustüre. Das belegen bei aller auch darin enthaltenen Kritik mehrere aktuelle Umfragen. Diese Fakten passen zur weit verbreiteten Medienskepsis in unserer Gesellschaft nicht so ganz. Aber es gibt die sprichwörtliche schweigende Mehrheit, für die Medien- und Pressefreiheit immer noch hohe Güter sind. Dazu gehört auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einer Regierungserklärung im Januar 2015 in Reaktion damals auf die Attentate auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo hat unsere Kanzlerin gesagt, die Freiheit der Presse sei, Zitat, einer der größten Schätze unserer Gesellschaft. Der Artikel 5 des Grundgesetzes, also die Presse- und Meinungsfreiheit, gehöre für sie zu den wichtigsten Grundrechten, betonte Merkel in dieser Rede. Nochmal ein Zitat. Bürger sein und nicht untertan ist nur möglich, wenn es eine freie Presse gibt. Also ich fand es damals schön, von der Regierungschefin ein derart deutliches Bekenntnis zum Journalismus zu hören. Das hätte ich mir ehrlich gesagt in der letzten Zeit auch häufiger gewünscht, als es beispielsweise um aktuelle Vorgänge in der Türkei ging oder in Polen oder in Ungarn. Aber wir müssen den Blick gar nicht so weit international schweifen lassen, um eine objektive Bedrohung von Journalismus und Pressefreiheit zu finden. Denn in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen ist auch unser Land kein Musterschüler. In dieser Rangliste haben wir aktuell mehrere Plätze verloren, unter anderem wegen der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen. Was da am Rande von Pegida- oder AfD-Demonstrationen, zuweilen aber auch bei linksextremen Kundgebungen passiert, darüber kann und darf man nicht hinwegsehen. Da werden Kolleginnen und Kollegen beschimpft und beworfen, da fliegen Steine, Flaschen, Böller gezielt auf Vertreterinnen und Vertreter der Medien, gezielt auf die vermeintliche Lügenpresse. Mit ihren Lügenpresserufen heizen Interessierte die Stimmung an. Manche, auf diese Weise ideologisch Verführte, Verblendete, Angestachelte, setzen diesen verbalen Hass dann in Taten um. Nicht nur bei den Demonstrationen. Bis tief in ihr privates Leben müssen unliebsame Journalisten ertragen, vor allem von Rechtsextremen verfolgt zu werden. Da gibt es fingierte Todesanzeigen. Da finden wir Verleumdungen, da werden Kolleginnen und Kollegen auf dem Heimweg umstellt und physisch wie psychisch eingeschüchtert. Und das Ganze strafrechtlich zu verfolgen, ist manchmal gar nicht so einfach. Die Täter sind schwierig zu ermitteln und der Staat ist zurückhaltend. Weil der Staat aus meiner Sicht zu wenig für freien Journalismus, für unabhängig berichtende Journalistinnen und Journalisten tut. Die Polizei ist im besten Fall mit solchen Bedrohungslagen überfordert. Im schlechtesten Fall toleriert sie sie bewusst, macht sich insgeheim gemein mit denen, die es angeblich den so selbstherrlichen Journalisten mal so richtig zeigen. Das sind Einzelmeinungen. Aber die gibt es auch bei der Polizei, auch wenn sie absolute Ausnahme sind.
Gerade deshalb ist es aber wichtig, und das ist Aufgabe der jeweiligen Polizeibehörden, für eine konsequente Durchsetzung der Pressefreiheit zu arbeiten, für einen konsequenten Schutz von Journalisten. Und die Justiz darf trotz hoher personeller Belastung nicht die Augen verschließen vor der zuweilen subtilen Gewalt gegen Journalisten. Um auf solche Bedrohungen effektiv aufmerksam zu machen, habe ich für den Deutschen Journalistenverband den Internetblog augenzeugen.info gestartet. Auf dieser Seite berichten wir über konkrete Fälle, lassen sie anschaulich werden als Beispiele für eine problematische Entwicklung. Wir sprechen dort auch mit Politikern, mit Experten, mit Kollegen. Und wir setzen das im realen Leben fort. Mit allen im Bundestag vertretenen Parteien sind wir im Gespräch, außerdem zum Beispiel mit Polizeigewerkschaften und dem Richterbund. Es ist uns Journalisten wichtig, auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Sie merken das. Journalisten berichten normalerweise nicht so gern in eigener Sache. Man soll sich nicht mit einer Sache gemein machen, hat Hajo Friedrichs mal gesagt, auch nicht mit einer guten. Aber wenn es um unseren Schutz, wenn es um die Bedrohung eines ganzen Berufsstandes geht, dann kann diese Richtschnur hier so nicht mehr gelten. Dann müssen wir die Stimme erheben. Wir als DJV tun das. Wie wichtig sowas ist, durfte ich Anfang des Jahres bei einer Expertenanhörung im Deutschen Bundestag erleben. Der Kultur- und Medienausschuss hatte uns eingeladen, um sich über Angriffe auf Medienvertreter informieren zu lassen. Was die Politiker gehört haben, hat sie nach eigenen Angaben deutlich überrascht. Die meisten hatten wirklich keine Ahnung davon, wie umfangreich die handfeste Gewalt gegen unseren Berufsstand mittlerweile geworden ist. Bei mancher Demonstration geht es zu wie in einem Krisengebiet, mitten in Deutschland. Dass die Politiker, die ja häufig genug auch verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt sind, darüber so überrascht waren, zeigt, wie viel Informationsbedürfnis es in der Gesellschaft zu diesem Thema noch gibt, wie wenig die Menschen darüber wissen, unter welchen Bedingungen wir ihre Nachrichten erstellen. Wenn diese Menschen überhaupt noch wahrnehmen, was ein Produkt journalistischer Arbeit ist und was nicht. Das ist ein bisschen so wie Fastfood. Natürlich ist man froh, wenn man eine warme Mahlzeit möglichst preisgünstig bekommt. Man könnte sogar sagen billig. Aber sagen wir doch mal ehrlich. Wenn im Restaurant ein Schnitzel nur 2 Euro kostet, dann kann das nicht wirklich gesund sein. Das dürfte auf der Hand liegen. Eckart von Hirschhausen hat in dem Zusammenhang im Zusammenhang mit Lebensmitteln gesagt, man müsse sich immer wieder die Frage stellen, wenn man etwas zu sich nimmt, woraus man bestehen wolle. Ja, und so ist das mit Journalismus auch. So ist das auch mit der geistigen Nahrung. Woraus wollen wir bestehen? Aus unrecherchierten Gerüchten und Vorurteilen? Oder aus professionell servierter Kost, also handwerklich gut gemachten Journalismus, der uns zu ernsthaften Nachdenken und Einordnen einlädt? Manchmal bin ich mir nicht sicher, dass alle für die nachhaltige geistige Kost votieren würden, aber bei den Lebensmitteln ist das ja ehrlich gesagt nicht anders. Trotzdem wissen die Menschen, wissen wir alle, was wir an ordentlichem, professionellem, gediegenem Journalismus haben, wenn wir denn eine Chance haben, ihn zu erkennen. Lassen Sie mich von einem Beispiel berichten, das ich kürzlich von einem Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen gehört habe. Der SPD-Abgeordnete Stefan Gatter erzählte mir, dass er immer wieder mit der Aussage konfrontiert werde, Geflüchtete bekämen in Deutschland ja Begrüßungsgeld. 6.000 Euro. Das ist natürlich Unsinn. Ja, aber wenn er die Menschen dann fragt, woher wissen sie das, dann wird die meist geantwortet, ja, aus dem Internet. Tja, dem Internet kannst du auch nicht mehr trauen, wird man da fast sagen. Das sagen die Leute aber nicht. Die Leute sagen, den Medien kannst du nicht mehr trauen. Und sie differenzieren dabei nicht, was journalistisches Produkt und was der Widerhall des digital verlängerten Stammtisches ist. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ich kann mich noch gut erinnern, es wurde vorhin schon erwähnt, dass ich schon als Schüler, als Autor tätig war. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich journalistisch angefangen habe. Nämlich mit einer Schülerzeitung. Wenn ich mir heute im Keller manchmal die Exemplare noch so anschaue, die kommen in der Aufmachung schon ziemlich unprofessionell daher. Und genauso war das mit Bürgerzeitungen oder Flugblättern. Wenn ich richtig viel Geld für einen
kreativen Grafiker aufbringen konnte, der war nicht in der Lage, etwas herzustellen, was einigermaßen professionell aufgemacht war. Heute ist das anders. Es gibt kostenlose Tools im Internet wie WordPress, da kann man schnell was entwerfen, das dann professionell aussieht. Etwas, das daherkommt, wie Journalismus, tatsächlich aber sowas wie ein Text- oder Buchstaben-Selfie ist. Jeder kann alles veröffentlichen. Und vieles davon sieht professionell aus, doch nicht alles ist da Journalismus. Es wird im alltäglichen, ja, minütlichen Kampf um die Aufmerksamkeit in der digitalen Welt aber zuweilen so wahrgenommen. Als Produkt journalistischer, redaktioneller Arbeit, als Produkt einer Anwendung von Handwerk, als vermeintliche Qualität oder Professionalität. Und soziale Netzwerke verstärken diesen Trend noch. Sie merken, ich spreche an dieser Stelle ganz bewusst von sozialen Netzwerken und nicht von sozialen Medien. Mal ganz abgesehen von der Frage, ob diese Plattformen mit ihren zum Teil hasserfüllten Kommentaren noch im positiven Wortsinne als sozial wahrgenommen werden können, sind sie jedenfalls in weiten Teilen tatsächlich keine Medien. Der Medienbegriff, wie ich ihn hier verstanden wissen will, setzt eine journalistische Arbeit voraus. Also nicht das bloße Weiterverbreiten einer vorgefertigten Meinung unter Ausblendung der Argumente, die womöglich dagegen sprechen. Genau das ist es aber, was in Teilen der Öffentlichkeit uns Journalistinnen und Journalisten vorgeworfen wird. Einseitig das zusammenzutragen, was unsere Meinung stützt. Es dabei mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, ja unter Umständen sogar zu lügen. Daher kommt dieser Kampfbegriff der Lügenpresse. Zum einen liegt dem meiner Ansicht nach ein tiefes Missverständnis zugrunde, eine bedauerliche Verwechslung, nämlich die Verwechslung der sozialen Netzwerke, nicht Medien, mit eben professionellen Medien. Aber es stimmt auch, dass der Journalismus unter Druck steht, dass da Fehler gemacht werden. Deswegen würde ich im Moment eher nicht von Lügen, sondern von Sorgenpresse sprechen. Warum mache ich mir Sorgen? Richten wir den Blick doch mal auf diejenigen, die qualitativ hochwertige, professionelle journalistische Inhalte erstellen sollen. In der Regel sind das hoch- bis höchstqualifizierte. Aber werden sie auch so bezahlt? Meistens nicht. Ganz im Gegenteil. Manche Medienhäuser versuchen sich mit einem System der Praktikanten, Hospitanten, Dilettanten im wahrsten Sinne des Wortes billig durchzuwursteln. Diejenigen, die die Inhalte erstellen, werden als möglichst preisgünstige Content-Schubser gesehen. Wertschätzung sieht anders aus. Hinzu kommt, dass sich auch mittelfristig abzeichnet, dass Medienunternehmen in Qualität und Professionalität nicht investieren wollen, sondern lieber an den Redaktionen sparen, bei festen wie bei freien Mitarbeitern. Hauptsache billig, lautet oft die Devise, Geiz ist geil. Und das sei mir erlaubt als kleiner Zwischenschub, das sehen wir auch im Moment bei den aktuellen Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Man gönnt den Beschäftigten noch nicht einmal die Lohn-, Gehalts- und Honorarsteigerungen, wie sie in anderen Bereichen längst vereinbart wurden, im öffentlichen Dienst zum Beispiel oder in der Metallindustrie. Die Zeitungsverleger stellen sich stur und verweisen darauf, dass sie immer weniger mit ihren journalistischen Produkten verdienen oder einnehmen. Das mag zwar sein, aber das trifft nicht den Kern des Problems. Wer nicht mehr in die Qualität seines Produkts hinreichend investiert, wird auf die Dauer ein nachhaltiges Problem bekommen. Es ist ja nicht so, dass die Masse der Medienhäuser gar keine Gewinne mehr schreibt. Die Gewinne sind im Vergleich zu früheren Zeiten bei vielen nur einfach geringer geworden. Und es fehlt eine durchdachte Strategie, wie man Konsumenten eines professionellen Journalismus wieder ans Bezahlen bringt. Wer den Markenkern seines Produkts aushöhlt, also den Journalismus, der wird eines Tages untergehen. Die teilweise dramatischen und unwürdigen Mini-Bezahlungen für Journalisten gefährden letzten Endes die sparwütigen Verlage oder Sender selbst. Inhalte entscheiden und die müssen von Profis gemacht werden. Redaktionelles Kaputtsparen hilft da nicht weiter. Längst ist es Realität, dass angesichts der sinnbefreiten Sparwellen erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwandern. Wir müssen im Journalismus aber die Besten haben. Das sind wir dieser Gesellschaft schuldig. Mein Plädoyer für eine anständige Bezahlung von Journalisten dürfte Sie jetzt nicht überraschen. Schließlich ist der DJV auch eine Gewerkschaft und ich bin da der Bundesvorsitzende.
aber wo wir über 10 Cent pro gedruckter Zeile sprechen, über 8 Euro für ein Foto, da sprechen wir über Einnahmen, die noch nicht mal das eigentlich gesetzlich geregelte Niveau des Mindestlohns erreichen. Ist offensichtlich auch nicht immer unbedingt erwünscht, wenn man zum Beispiel dem Bundesverband der Zeitungsverleger zuhört. Bei einer Podiumsdiskussion auch hier in Berlin vom Deutschen Anwaltverein und vom DJV, vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg, hat ein Vertreter des BDZV gesagt, ihm sei das egal, ob Journalisten an Tageszeitungen als Honorar das Niveau des Mindestlohns erreichen. Vielleicht, so meinte dieser Lobbyist der Zeitungsverleger, gäbe es doch einfach nur viel zu viele Journalisten. Ich halte diese Einlassung für zynisch und für lebensgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes, auch und gerade für die Verlage und für andere Medienhäuser. Wer Journalisten nicht ordentlich bezahlen will, wer sie nur ausbeuten will, kann auf Dauer keine guten Produkte herstellen. Geringschätzung hilft uns dann nicht weiter. Ich komme doch auch nicht auf die Idee zu behaupten, dass es zu viele Verlage in Deutschland gibt und dass deswegen alles noch viel billiger gemacht werden kann. Billig kann und darf nicht die Lösung unserer derzeitigen Medien- oder Medientransformationskrise sein. Ganz im Gegenteil. Das Geiz ist Geil-Motto ist eine Bedrohung für Journalismus, für uns, die Journalistinnen und Journalisten. Aber lassen Sie mich nicht nur über das liebe Geld sprechen. Die Bedrohung des Journalismus, was ja das Oberthema meines Vortrags ist, findet nicht nur auf diese Art und Weise finanziell subtil statt. Sie ist auch handfest, manifestiert sich in Vorschriften und Gesetzen. Verzeihung. Wertschätzung oder gar eine adäquate Einschätzung des Wertes journalistischer, kreativer Leistungen sucht man im Deutschen Bundestag und in den Landtagen zuweilen vergeblich. Ja, Lippenbekenntnisse, die gibt es. Und das nicht nur an Sonntagen in den sprichwörtlichen Sonntagsreden. Aber konkrete Arbeitserleichterungen suchen wir vergebens. Ganz im Gegenteil, uns werden sogar immer mehr Probleme geschaffen im Namen des Volkes, beschlossen von unseren Politikern. Ein Beispiel dafür ist das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Da soll gesammelt werden, was das Zeug hält. Unter diesen Bedingungen sind manche Formen des Journalismus kaum noch realisierbar. Gut, wenn es um Themen Kinder, Tiere, Sensationen und Wetter geht, da gibt es nicht solche Probleme. In dem Moment aber, wo wir investigativ arbeiten, wo wir unserer ureigensten Aufgabe nachkommen, das zu berichten, was andere vielleicht nicht berichtet wissen wollen, wird es nicht nur vor dem Hintergrund einer umfassenden Datenspeicherung richtig schwierig. Ich meine, Sie wollen doch auch nicht, wenn Sie zum Arzt, zum Rechtsanwalt, zum Pfarrer gehen und dem Vertraulichstes, Persönlichstes erzählen, dass das morgen bereits den Behörden oder der Öffentlichkeit bekannt ist. Es gibt private Geheimnisse, von denen man nicht will, dass sie öffentlich werden. Nein, auch nicht, dass der Staat sie weiß, systematisch erfasst und warum auch immer und wie auch immer verwendet, vielleicht auch gegen uns verwendet. Da geht es gar nicht darum, dass man womöglich nichts zu verstecken hat. Es geht um grundlegende Freiheitsrechte. Das Recht, sich an eine Vertrauensperson zu wenden, die einem in einer bestimmten Lebenslage weiterhilft. Zum Beispiel, wenn man einer extremen psychischen Belastung ausgesetzt ist, dann braucht man professionelle Hilfe. Und zuweilen kann es auch sein, dass eine solche psychische Belastung aus einem Ohnmachtsgefühl entsteht, aus einem Gefühl heraus, dass eine Handlungsweise einer Firma oder einer Behörde der Gesellschaft schadet und dass die Gesellschaft über diese Gefahr nicht informiert wird. Womit wir beim Thema Journalismus und Whistleblower sind. Die werden von einer Vorratsdatenspeicherung natürlich abgeschreckt. Wer soll sich vertrauensvoll an professionelle Medien wenden können, um gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufzudecken, wenn ein Vertrauen faktisch nicht gerechtfertigt ist? Wenn die Gefahr besteht, dass die Kontaktaufnahme zum Journalisten vom Staat erfasst wird, wenn diese Datenerfassung dazu führt, dass man dann den Job verliert, dass die eigene Existenz zerstört wird. Eigentlich will das auch die Bundesregierung nicht, eigentlich. Das hat die Große Koalition zumindest als Absichtserklärung in ihren Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode geschrieben, an anderer Stelle. Denn da steht, der rechtliche Standard, wie er international für den Schutz von Whistleblowern gilt, soll angepasst werden. Von der Öffentlichkeit wurde das als Versprechen wahrgenommen, dass die Bedingungen in Deutschland verbessert werden, dass Whistleblower geschützt werden. Konkrete Entscheidungen gibt es aber noch nicht.
Dabei ist die laufende Legislaturperiode in etwas mehr als einem Jahr schon wieder vorbei. Es droht, dass der Schutz von Whistleblowern gleich mehrfach bedroht wird, durch die Vorratsdatenspeicherung bei Journalisten und durch weiterhin teils absurde Strafvorschriften. Das ist auch eine Bedrohung für die Herstellung demokratischer, gesellschaftlicher Öffentlichkeit und damit auch eine Bedrohung für den Journalismus. Stellen wir uns mal vor, es ist ja bald wieder Europameisterschaft, so etwas würde im Bereich des Fußballs passieren. Durch rechtliche Einschränkungen könnten Spiele nicht mehr stattfinden, die Fans würden vergeblich auf die anstehenden Entscheidungen für die Tabelle ihrer bevorzugten Liga warten. Rechtliche Einschränkungen, die das bewirken würden, wären umgehend ein Thema des gesellschaftlichen Diskurses. Rechtliche Einschränkungen, die den Journalismus bedrohen, sind dagegen eher unzureichend wahrgenommen. Und wenn, dann werden sie nicht für ganz so wichtig genommen wie eine regelrechte öffentliche Austragung sportlicher Wettkämpfe von Menschen, die gegen ein rund zusammengenähtes Stück Leder treten. Eine weitere Bedrohung des Journalismus geht von scheinbar rechtsunkundigen Beamten aus. Immer häufiger kommt es auch vor, dass das Redaktionsgeheimnis nichts mehr gilt. Durch Polizisten in Redaktionen oder in Büros freier Journalisten, wenn die dort eindringen, einen Durchsuchungsbeschluss in der Hand und alle Unterlagen zu Recherchen dort sicherstellen. Meist erklären Gerichte im Anschluss nach längerer Zeit das dann später für illegal. Trotzdem kommt so etwas immer wieder vor. Die Folge ist eine womöglich von bestimmten politischen oder bürokratischen Kreisen gewollte Verunsicherung. Eine Einschüchterung von Journalisten, aber auch eine allgemeine Einschüchterung von uns allen, der Gesellschaft. Dass sie nämlich mit denen, die als demokratische Kontrollinstanz gelten, nicht angstfrei kommunizieren können. Wenn man diesen Gedanken noch einmal bewusst festhält, dass man sich an eine gesellschaftliche Instanz, also den Journalismus, womöglich nicht wenden kann, dann merkt man, dass da etwas schiefläuft. Dass da ein gesellschaftlicher Wert bedroht wird. Der Journalismus. Für den muss man doch was tun. Das werden unsere Politiker, denen das hoffentlich bewusst wird, sicher bald machen. Sie werden die Behörden sicher bald in die geltenden juristischen Schranken weisen. Sie werden darauf achten, dass von den Behörden nicht weiterhin mal diffuse, mal handfeste Bedrohung ausgeht. Ansonsten könnte man fast auf die Idee kommen, dass Behörden Journalisten als Bedrohung wahrnehmen. Gut, der Gedanke kommt mir erstmal bösartig vor. Aber manchmal gibt es Situationen, in denen einem dieser Gedankengang plötzlich ganz real erscheint. Wenn man beispielsweise als Journalist im Rahmen einer redaktionellen Recherche versucht, eine Auskunft von einer Bundesbehörde zu bekommen. Mehreren meiner Kollegen ist es in letzter Zeit passiert, dass sie angefragte Informationen einfach nicht bekommen haben. Zum Teil haben die Bürokraten das mit völlig fadenscheinigen Argumenten begründet. Selbst oberste Bundesgerichte haben inzwischen festgestellt, dass man Journalisten nicht einfach so abwimmeln darf, wenn sie den Staat nach Informationen fragen. Damit die demokratische Gesellschaft sich eine Meinung bilden kann, muss es Transparenz geben. Das ist eigentlich ein konsensfähiges politisches Ziel, ich glaube bei allen demokratischen Parteien, zumindest auf dem Papier. Denn sie müssen sich objektiv daran messen lassen, ob sie das auch in der Realität, in der juristischen Realität leben, im politischen Alltag. Der Grund für die Möglichkeit, dass sich Bundesbehörden gegenüber Medien überhaupt so verhalten können, ist das Fehlen eines Bundespresseauskunftsgesetzes. In den Bundesländern gibt es sowas schon, längst, beim Bund eben nicht. Und es muss schleunigst her. Die SPD hatte das in der Opposition zum Beispiel noch gefordert. Ob sie das auf der Regierungsbank einfach nur vergessen hat? Oder ob wir noch in dieser Legislaturperiode damit rechnen dürfen, dass die SPD aufwacht und ihr Herzensanliegen in Sachen Bundespresseauskunftsgesetz zur Entscheidungsreife bringt? Und es gibt noch ein Gesetz, das uns Journalisten Sorgen macht. Jetzt hängt es mal wieder mit dem lieben Geld zusammen, mit der Frage, wie Medienmenschen leben bzw. überleben können. Freie Journalisten verdienen Umfragen zufolge zum Teil so beschämend wenig. Und in vielen tariffreien Medienhäusern ist das auch für die Festangestellten nicht anders. Umso wichtiger ist es, dass die Werke, die diese journalistischen Urheber erstellen, fair bezahlt werden. Gerade für freie Journalisten ist deshalb ein ordentliches Urheberrecht wichtig.
Zurzeit wird die Reform des entsprechenden Gesetzes abgestimmt und da hakt es ganz gewaltig. Auch da wird der Journalismus bedroht. Ein erster Entwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas ging schon mal in die richtige Richtung, also in die, die der geplante Name des Gesetzes auch verdeutlicht. Da soll es nämlich explizit um eine Verbesserung der Situation von Urhebern gehen und nicht um eine rechtliche Verwässerung. Eine solche droht aber jetzt, nachdem anscheinend Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel seinen Einfluss geltend gemacht hat und sich die Intention des Gesetzes an vielen Stellen ins Gegenteil verkehrt. Urheber sollen aus meiner Sicht gezielt gegenüber Medienhäusern benachteiligt werden. Mit Ansage geplant ist der totale Ausverkauf journalistischer Leistungen. Man soll beispielsweise kaum oder gar nicht mehr daran beteiligt werden, wenn das eigene Werk gewinnbringend weiterverkauft wird. Das geht so nicht. Das bedroht die finanzielle Existenz von Journalisten, damit deren Unabhängigkeit und die Möglichkeit, professionell zu arbeiten. Und damit bedroht das geplante Urheberrecht, so wie es jetzt den parlamentarischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorliegt, den Journalismus. In anderen Bereichen gibt es indirekte Bedrohungen durch bevorstehende Debatten. Wie geht es weiter mit der Künstlersozialkasse? Wie wird sich die Innenministerkonferenz zur Wiedereinführung des bundeseinheitlichen Presseausweises für hauptberufliche Journalisten stellen? Wie wird die Krise in der Verwertungsgesellschaft Wort nach einem umstrittenen Urteil im Sinne der Urheber abgewendet? Es gibt politisch viel zu tun. Hoffen wir, dass aus diesen und anderen anstehenden Entscheidungen keine neuen Bedrohungen für den Journalismus entstehen. Denn das brauchen wir nun wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen das, was in der Ankündigung meines heutigen Beitrags zu dieser Ringvorlesung im Untertitel als Frage formuliert wird, einen, wie ich es bezeichne, ideellen Rettungsschirm für den Journalismus. Ich habe diese Forderung zum ersten Mal in einem Gastbeitrag für die Blätter für deutsche und internationale Politik erhoben. So wie wir Banken vor kurzem als systemrelevant erkannt und sie finanziell unterstützt haben, müssen wir uns jetzt auch mit dem Journalismus beschäftigen. Wenn der nicht relevant für das Fortbestehen unseres demokratischen Systems ist, was soll es dann sonst sein? Ich denke, diese gesellschaftliche Institution ist mindestens genauso wichtig wie Banken. Da geht es mir jetzt gar nicht in erster Linie um staatliches Geld. Das ist ein anderes Thema. Mir geht es nicht um einen finanziellen, sondern um einen ideellen Rettungsschirm. In ihrer bereits erwähnten Regierungserklärung hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Weg schon gewiesen für Pressefreiheit und Journalismus. Das muss jetzt aber auch konsequent zu Ende gedacht und gelebt werden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, undifferenzierten, hasserfüllten und letztlich systemgefährdenden Lügepresserufen etwas zu entgegnen. Wir alle müssen darüber diskutieren, ob Politiker oder Reinigungskräfte, ob Medienmenschen oder Manager. Wir müssen darüber diskutieren, welchen Journalismus wir in unserer Gesellschaft brauchen. Wenn der empirisch vorhandene Journalismus pauschal der Lüge bezichtigt wird, ist das meiner Meinung nach eine unterschätzte Provokation. Dafür lohnt es sich, den Begriff der Lüge mal genauer anzuschauen. Was bedeutet denn Lügen? Da geht es darum, die Wahrheit zu kennen und bewusst das Gegenteil zu behaupten. Das ist schon ein starker Vorwurf. So richtig verstehen kann man ihn auch erst, wenn man ihn in Kontext mit der Ideologie derer bringt, die diesen Begriff geprägt haben. Es geht doch darum, gezielt das Vertrauen in gesellschaftlich etablierte Institutionen in Frage zu stellen, zu unterlaufen, zu beschädigen. Die Presse, die Medien hat man genau da angegriffen, wo es am bedrohlichsten ist, bei der Glaubwürdigkeit. Indem man Medien pauschal vorwirft, zu lügen, also bewusst die Unwahrheit zu verbreiten, stellt sich automatisch die Frage, warum angeblich gelogen wird. Als Lösung wird dann präsentiert, dass wir Journalisten mit dem Staat und seinem politischen Personal unter einer Decke stecken, dass es Einflussnahmen gibt, dass wir am Gängelband geführt werden. Wer das dann von uns nicht zugibt, na, der lügt natürlich. Das ist das Schöne an diesen populistischen Argumentationsmustern. Sie sind in sich geschlossen. Ganz gleich, wie man darauf reagiert, alles ist darauf ausgelegt, dass man gar keine Chance hat, dagegen zu argumentieren. Es geht um die gezielte Herabsetzung eines Berufsstandes, eines Gegners hier, um eine bewusste, gewollte Bedrohung des Journalismus.
was passiert denn in Deutschlands Redaktionen wirklich? Wird da wirklich immer fort und ständig gelogen? Natürlich nicht. Aber natürlich gibt es in jedem Berufsstand auch schwarze Schafe. Also diejenigen, die es nicht ganz genau nehmen mit gesetzlichen und ethischen Vorschriften und Regeln. Genauso wie es sündige Pfarrer, korrupte Polizisten und pflichtvergessene Politiker gibt, gibt es vielleicht auch lügende Journalisten. Aber das ist, wenn, die absolute Minderheit. Es ist ein soziologisch betrachtet abweichendes Verhalten, das ganz und gar nicht beispielhaft für unseren Berufsstand ist. Ganz im Gegenteil, Gewissenhaftigkeit bestimmt das journalistische Arbeiten in den allermeisten Fällen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ich habe auch schon mal was Falsches in der Zeitung gelesen oder im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen. Ja, das mag sein. Aber ich bin überzeugt davon, dass das keine Lügen waren. Allenfalls waren das Fehler. Also auch die Ergebnisse einer schludrigen Arbeit. Da schließt sich der Kreis dann wieder zu den Arbeitsbedingungen für Journalisten. Die enorme Arbeitsverdichtung bei gleichzeitig immer schlechterer Bezahlung. Wir drohen, die Besten für den Beruf zu verlieren beziehungsweise in Zukunft gar nicht mehr zu gewinnen. Wer mag schon in einem Job arbeiten, in dem man ständig als Lügner abqualifiziert wird? Im Wettbewerb um die besten Fachkräfte ist das wahrlich kein wünschenswertes Alleinstellungsmerkmal. Auch deshalb brauchen wir diesen ideellen Rettungsschirm. Das fängt beim Einsatz für die menschenwürdige Bezahlung an. Da kann jede Bürgerin, jeder Bürger auch etwas beitragen, indem man beispielsweise sein Informationsrepertoire nicht alleine mit kostenlosen Medienprodukten bestückt. Ich kenne manche Menschen, die sagen, mit Spiegel Online und sozialen Netzwerken bin ich schon hinreichend bedient. Die gönnen sich keine Tageszeitung mehr, kaufen keine Magazine, zahlen niemals für Medien im Internet. Liebe Leute, so kann das nicht funktionieren. Da brauchen wir ein Umdenken. Unser ideeller Rettungsschirm für den bedrohten Journalismus muss aber noch weitergehen. Politiker müssen bei Entscheidungen intensiver abwägen, was diese für den Journalismus bedeuten. Ich habe einige Beispiele dafür benannt. Zu guter Letzt brauchen wir aber auch einen gesellschaftlichen Diskurs. Wir, Journalistinnen und Journalisten, müssen uns selbst positionieren. Ja, das zu tun ist ungewohnt für unseren Berufsstand. Wir müssen uns plötzlich erklären, in eigener Sache. Dazu gehört, darauf zu verweisen, dass wir uns an Regeln wie den Pressekodex halten, dass korrekte Berichterstattung unsere Leitschnur ist. Dabei ist es aber auch wichtig, sich die verschiedenen journalistischen Stilformen mal bewusst zu machen. Ein ausgewogener Bericht ist etwas anders als ein Einordnen des Features oder ein meinungsstarker Kommentar. Das darf man nicht verwechseln. Und man darf eben professionell erstellte Medien nicht mit Gerüchte heißgebläsen in sozialen Netzwerken auf eine Stufe stellen. Immerhin hat sich in den letzten Monaten auch aufgrund der Lügenpresse-Vorwürfe schon einiges getan. Redaktionen gehen offener mit Fehlern um. Es wird intensiver über Qualität diskutiert. Es wurden Rubriken eingeführt unter dem Motto, das wissen wir schon, das wissen wir noch nicht. Wir müssen dieser Atemlosigkeit unserer heutigen Zeit auch an der einen oder anderen Stelle mal was entgegensetzen. Nämlich, dass professioneller Journalismus verschiedene Ressourcen kostet und dazu zählt auch die Ressource Zeit. Anständige Recherche ist nicht mit ein paar Klicks im Internet zu leisten. Um den Journalismus ideell für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie zu retten, müssen wir im zugespitzten Diskurs um den Kampfbegriff der Lügenpresse etwas entgegensetzen. Das sollte ein Begriff sein, der unaufgeregt aufklärt, der erklärt, was wir Journalisten eigentlich machen. Die Frage ist nur, wie könnte ein solcher Begriff aussehen? Beschreiben, was wir täglich tun. Lügenpresse? Das Gegenteil wäre jetzt Wahrheit. Das wäre jetzt das logische Gegenteil, aber Wahrheitspresse? Genauso wie der Vorwurf der Lüge eine populistische Pauschalisierung ist, ist es auch der grenzenlose begriffliche Anspruch auf Wahrheit. Journalisten machen eben auch Fehler. Das ist ganz unbestritten und sie berichten nach bestem Wissen und Gewissen, was sie wissen. Und dabei können sie auch mal der sprichwörtlichen Ente aufsitzen. Einen allgemeingültigen Anspruch auf die Verkündung von Wahrheiten zu stellen, das können wir getrost den selbsternannten gesellschaftlichen und politischen Heilsbringern überlassen. Verzeihung. Was wir publizieren,
ist das Ergebnis professioneller Recherche und Darstellung. Das müssen wir deutlich machen. Es geht also nicht um eine Wahrheit, sondern um eine Art Leistungspresse. Wir liefern eine Dienstleistung für diejenigen, die seriös informiert, ja, und auch mal gut unterhalten werden wollen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren der Demokratie. In allererster Linie ist das eine professionelle Leistung. Deshalb denke ich, dass der Begriff, der am besten auf den Punkt bringt, was wir leisten, der Profipresse ist. Profipresse statt Lügenpresse. Ein aufklärender Aussagebegriff als diskursives Mittel gegen einen kämpferischen Schmähbegriff. Jetzt werden manche fragen, warum ich hier bisher nicht den bekannten Begriff der Qualitätspresse ins Spiel gebracht habe. Ich bin der Überzeugung, dass dieser Begriff Qualitätspresse für den Diskurs zu kurz greift. Der Kollege Volker Lilienthal, immerhin Inhaber eines Lehrstuhls für Qualitätsjournalismus, sieht seine eigene Berufsbezeichnung inzwischen kritisch. Qualität, sagt er, und damit gebe ich ihm vollkommen recht, ist das, was professionell ist. Das gilt in vielen Berufen und eben auch bei uns im Journalismus. Insofern ist Profipresse das, was wir brauchen, das, was wir heute schon machen und das, was wir gegen gezielte Bedrohungen und Angriffe verteidigen müssen. Professionell arbeiten ist dann die eine Seite der Medaille. Man muss uns aber auch professionell arbeiten lassen. Wenn ich mir so manche Medienmanöver politischer Rechtsaußenkräfte anschaue, kann man das Konzept der Diskreditierung von Journalisten gut nachvollziehen. Die Äußerungen des AfD-Politikers Gauland an diesem Wochenende waren dafür mal wieder ein gutes Beispiel. Und da möchte ich nochmal auf den Fußball zurückkommen. Bald beginnt ja die Europameisterschaft und da werden wieder Millionen Menschen gebannt auf die Arbeit einiger Sportler schauen. Profisport, den wir übrigens nie als Qualitätssport bezeichnen würden. Auch hier zeigt sich der Unterschied zwischen professionell, unprofessionell und semiprofessionell. Wir schauen im Fußballstadion nur denen gerne bei der Arbeit zu, die ihren Job professionell erledigen. Dafür bezahlen wir im Zweifel auch gerne. Wertschätzung ist in diesem Bereich selbstverständlich. Trotzdem wissen wir, dass jeder gerne mal mit dem Fuß gegen einen Ball tritt. Manche machen das hobbymäßig recht intensiv und sie bringen es zuweilen dabei zu recht ordentlichen Leistungen. Trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen denen, die das im privaten Rahmen machen und denen, die mit ihrem sportlichen Tun eine breite Öffentlichkeit, je nach Liga sogar ein Massenpublikum erreichen. Ja, wie beim Journalismus. Wie im Fußball brauchen wir Wertschätzung, anständige Bezahlung und ein klares Plädoyer für Professionalität. Wie im Fußball können talentierte Laien und hauptberufliche Profis sich gut ergänzen. Wie im Fußball braucht auch der Journalismus Regeln. Nebenbei, der Begriff der Lüge wäre bei FIFA und Co. womöglich viel angebrachter als im Journalismus. Trotzdem lassen sich die Spieler davon glücklicherweise nicht ablenken. Also lassen wir uns doch bitte als Journalistinnen und Journalisten auch nicht ablenken. Besinnen wir uns auf das, was unseren Beruf ausmacht. Zeigen wir offensiv, was Profipresse kann. Ja, nur Journalistinnen und Journalisten können. Was Journalistinnen und Journalisten können. Vielen Dank. Das war ein sehr umfangreicher Beitrag mit einer klaren Analyse, Reflexion des Berufsstands Journalismus. Wir gehen jetzt in die offene Diskussion über und eröffnen mit Ihren Fragen, Anregungen. Was halten Sie vom Begriff der Profipresse? Eine kurze Frage hier. Okay. Also ich möchte erstmal so einen Kollegen von Ihnen zitieren, und zwar den Jürgen Leinemann vom Spiegel. Je länger und enger ich in Bonn das politische Geschehen und dessen journalistische Verarbeitung miterlebte, desto unbehaglicher fühlte ich mich als Teil einer professionell betriebenen Verschwörung zur Unterdrückung von Wirklichkeit. Vielleicht auch, bevor ich noch selber noch was dazu sage, nochmal Egon Erwin Kisch.
Wenn Kollegen sich brüsten, sie seien nie in ihrem Schreiben beschränkt worden, nie würde ihnen ein Gedanke gestrichen, so ist das nur ein Beweis dafür, dass sie sich von selbst innerhalb der Zensurgrenze bewegen, ihre Denkweise nirgends über die Hürden der vorgeschriebenen Ideologie hinausstrebt. Warum ich das zitiert habe oder beziehungsweise erwähnt habe, ist, natürlich ist der Begriff Lügenpresse ziemlich pauschal und ich würde auch sagen, dass der so nicht stimmt und es wahrscheinlich nur sehr wenige Journalisten gibt, die lügen. Aber es wird sehr viel desinformiert, meiner Meinung nach. Und auch viele Profis verlautbaren das mittlerweile. Also die Gabriele Krone-Schmalz kennen Sie sicherlich. Sie kennen sicherlich auch einen ehemaligen Spiegel-Redakteur Harald Schumann, der von der inneren Zensur beim Spiegel gesprochen hat. Oder einen, dem Grimme-Preisträger Frieda Wagner, der quasi mehr oder weniger rausdelegiert worden ist, also keine Aufträge mehr bekommen hat, weil er eine Dokumentation über die Uranmunition gebracht hat. Daraus ergibt sich, was ich interessant fand, so, Sie haben ein paar wichtige Sachen angesprochen, allerdings fand ich das relativ doch unvollständig, die Analyse. Der Vorwurf kommt ja nicht von her. Sie haben gesagt, irgendwie ein paar Klicks im Internet kann man sich informieren. Nun muss ich sagen, sage ich mal, dass ich durch diese paar Klicks im Internet, und nun bin ich jetzt, sage ich mal, da auch relativ professionell unterwegs, so, weil ich relativ belesen bin. Das war ja Diskussion, da muss ich ein bisschen mehr. Also ich will keine Fragen stellen, ich will eher mal was kommentieren. Und da ist, ich will einfach mal Beispiele nennen. Zum Beispiel habe ich in der sogenannten Qualitätspresse nichts erfahren über den Generalstreik in Südeuropa vor ein paar Jahren. Ich habe in der Qualitätspresse sehr wenig wirklich Kritisches zum NSA-Skandal, also Tiefgründiges gesehen. Das fand ich im Internet, diese Analysen, aber auch von Profis, von englischen Journalisten, von US-amerikanischen Journalisten und auch manch deutschen Journalisten, der da auch ein Pseudonym schreibt, weil er noch für die Zeit schreiben möchte oder für den Spiegel weiterschreiben möchte und nicht erkannt werden möchte, weil er sonst sein Job los wird, weil das der Chefredaktion nicht gefällt oder irgendwelchen anderen Leuten. Also es gibt da durchaus, sage ich mal, Druck auf Journalisten, dass da nicht richtig berichtet werden kann, beziehungsweise dass ideologische Vorgaben gemacht werden. Und das vielleicht auch mal interessant, vielleicht kennen Sie das Buch, das ist eine Doktorarbeit, die vor 2 Jahren erschienen ist, der Einfluss von Eliten und Leitmedien auf Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse. Und das ist doch sehr interessant, weil da nämlich gerade der US-amerikanische Einfluss auf die deutsche Medienlandschaft sehr kritisch beäugt wird und da wichtige Fragen auftreten. Und ich finde es schade, dass Sie diese Fragen nicht stellen und das nur reduzieren, sage ich mal, auf ungebildete Kritik, die dann pauschal mit Lügenpresse kommen, sondern nicht diese fundierten Medienprofis und Medienwissenschaftler mal zitieren und sich mit diesen Argumenten auseinandersetzen. Das wäre nämlich sehr interessant, weil sich, sage ich mal, mit dem Pöbel zu beschäftigen und da zu sagen, das ist Quatsch, was sie sagen, weil die recherchieren ja nicht richtig, das ist sehr einfach, aber sich mit den Profis auseinanderzusetzen, das ist wiederum sehr schwer. Dankeschön. Direkt dazu, oder? Ich weiß nicht, wie das Setting hier ist. Gut. Also die Journalisten, die Sie zumindest angesprochen haben, bei manchen haben Sie es ja auch dazu gesagt, ehemaligen Journalisten, also Herr Leinemann arbeitet auch nicht mehr für den Spiegel, wäre auch physisch etwas schwierig. Insofern, dass es eine Verschwörung gibt, was Sie ja auch angesprochen haben. Sie haben Herrn Leinemann zitiert, dass es da angeblich auf Bonner Fluren damals schon Verschwörungen gegeben habe. Das glaube ich. Gut, das hat nur die Ausmaße angenommen. Ich wiederhole es hier nochmal, weil es nicht auf Mikrofon ist und damit dann auch draußen nicht gehört werden kann. Ja, ich würde auch gerne meinen Gedanken mal zu Ende führen. Dass es einen manchmal den Eindruck machen kann, weil natürlich Journalisten, Journalistinnen auch miteinander sprechen und natürlich auch in Redaktionsgefüge zum Teil eingeordnet sind, dass das manchmal den Eindruck machen kann, weil man bestimmte Werke nicht verkauft bekommt oder eben nicht gedruckt bekommt. Das kann ich ja nachvollziehen. Das ist der Grund, warum ich in einer journalistischen Bandbreite auch in der Vergangenheit zum Teil sogar gleichzeitig für Taz und Bild gearbeitet habe. Ich habe zum Teil für beide Zeitungen vom gleichen Termin und zwar unter klarer Autorenzeile berichtet. Ja, natürlich ist das so, dass mir in der einen Redaktion was abgelehnt wurde und dann habe ich es halt in der anderen Redaktion gemacht. Also dieses
von den Alpha-Tieren, von den Alpha-Journalistinnen und Journalisten. Ja, das ist natürlich empirisch so. Natürlich gibt es zum Beispiel das, wo wir ehrlich gesagt zum Teil ja so ein bisschen hinterher trauern, bei den Tageszeitungen, die alten Verleger, die noch gesagt haben, ich habe eine Message, ich will eine Zeitung machen, wo es heute nur noch zahlengetrieben irgendwelche Manager sind, wo noch eine Message dahinter stand, die Message musste und konnte oft einem auch nicht gefallen. Da hat man sich zum Teil auch heftig dran gerieben. Aber immerhin, diese Menschen hatten noch eine Message. Und in dem Moment, wo wir Journalismus dann tatsächlich nur noch zum Geschäft verkommen lassen, wird es gesellschaftlich einfach schwierig. Und ich kann an der Stelle bei Ihnen jetzt gedanklich nicht mitgehen, wo Sie den Eindruck haben, dass Nachrichten systematisch unterdrückt würden. Das kann ich so nicht feststellen. Und dazu gibt es nun auch keine Studien, die belegen würden, dass systematisch hier in Deutschland Nachrichten unterdrückt würden. Und wenn Sie dann als Quelle das Internet bemühen, dann wird es schwierig. Ja. 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 Ob die ehemaligen da immer dann die besten Auskunftspersonen sind, warum sie heute ehemalig sind. Noch ein. Bitte einmal die Antwort abwarten. Vielen Dank. Das tue ich ja nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass es keine Studien gibt und daraufhin sagen Sie, dass es die in der Tat nicht gibt, sondern dass es Ehemalige gibt, die was behaupten. Das ist dann nicht wissenschaftlich und wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir hier in einem wissenschaftlichen Institut. Interessante Aussagen sind interessant, aber nicht Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion aus meiner Sicht. Wir können jetzt beide um die Wette weiterreden, aber ich glaube, andere wollen auch noch Fragen stellen. Das ist so etwas einseitig, wie Sie das gerade versuchen. Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht kommen wir da noch zurück. Vielleicht gibt es eine. Sie sprachen viel davon, wodurch die Medien, die Presse, der Journalismus gefährdet wäre. Sie sprachen zwar am Rande auch davon, aber ist es nicht tatsächlich eigentlich so, dass langfristig das, was Sie zum Schluss jetzt auch sagten, nämlich eine profitorientierte Presse, dass die eigentliche Gefahr für die Zukunft ist, dazu muss es gar keine Verschwörung geben. Das ist dann tatsächlich einfach eine Frage des Geldes. Und wenn tatsächlich dann, so wie Sie es auch sehr anschaulich beschrieben haben, dann eben nur noch Praktikanten und Ähnliches angestellt werden, dann ist von Qualitätspresse irgendwann kann dann gar nicht mehr die Rede sein und es ist dann auch keine professionelle Form von Presse oder von Journalismus. Die Gefährdung liegt doch eigentlich dann darin, woraufhin schließlich solche Medien orientieren, nämlich auf das Gewinn maximieren. Ist es dann nicht eher die Frage, dass man überlegen müsste, wie andere Alternativorganisationen aussehen könnten, die zum Beispiel auf Stiftungsebene oder Ähnliches, was es ja auch schon Modelle gibt, auch wie auch schlecht auch sie immer funktionieren, wie man tatsächlich vielleicht eine freie Presse, eine unabhängig von ökonomischen Interessen orientierte Presse gewährleisten könnte? In der Tat, das ist ein ganz spannender Ansatz. Also zum einen dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der unter der Ägide der KEF zum Teil auch versucht wird, kaputt gespart zu werden. Ja, da muss man auch sehr genau hingucken, für was wird das Geld da auch ausgegeben, fließt es wirklich ins Programm oder nicht. Also da gibt es auch noch viele Diskussionen zu führen, auch mit den Mitgliedern der KEF, etwas, was wir als DJV auch tun. Diese neuen Modelle, also dass man mit Medien, mit der Veranstaltung von Medien, also dem Drucken, Herausgeben einer Zeitung beispielsweise, dass man damit Geld verdient, das finde ich völlig legitim. Sie haben es ja schön auf den Punkt gebracht und haben gesagt, die Gewinnmaximierung. Wir sind jetzt in einer Phase, wo eigentlich investiert werden muss, wo wir nach dem besten Weg suchen müssen, wie wir die Menschen in Zukunft auch daran gewöhnen, ein Stück weit wieder was ihrem Journalismus zurückzugeben. Stichwort iTunes für Journalismus. Es gibt so ein Projekt, das heißt Blendle, wo man einzelne Artikel verkauft. Also es wird im Moment zum Teil auch erratisch ein bisschen ausprobiert, aber noch zu wenig nachhaltig. Und es gibt diese Stiftungsmodelle. Beim Bundesverband der Stifter gibt es Diskussionen dazu, noch sehr mit angezogener Handbremse. In den USA ist man da zum Teil schon weiter. Wir sind da noch sehr zurückhaltend. Wir haben zum Beispiel mit Korrektiv
ein solches Modell, wo so etwas ausprobiert wird, was gemeinnützig funktioniert, was auch mit etablierten, mit großen Medien zusammenarbeitet? Weil das ist ja wichtig, Sie müssen ja auch irgendwo massenmedial wieder eine Öffentlichkeit herstellen. Es nützt ja nichts, wenn das dann sozusagen für Feinschmecker im Internet irgendwo zu finden ist, sondern es muss ja in irgendeiner Weise auch gesellschaftlichen Diskurs beeinflussen, informieren. Und insofern habe ich große Sympathie für solche Modelle. Nur ich bin fest davon überzeugt, sie müssen staatsfern organisiert sein. Das heißt, in dem Moment, wo das staatlich kontrollierte Stiftungen sind, wird es schwierig. Und in dem Moment, wo in Medienunternehmen, da schließt sich der Kreis dann wieder, nur noch die Zahlenmenschen das Sagen haben, ja, dann kann ich auch Katzenfotos drucken. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das tut der Demokratie halt nicht gut. Und deswegen, meine Zeit war ja dann jetzt nun auch begrenzt mit 45 Minuten. Man kann da noch alles Mögliche zu sagen. Deswegen danke für die Frage. In der Tat, wir müssen aufpassen, dass wir unseren Journalismus eben nicht nur zur Gewinnmaximierung betreiben, weil dann haben wir wirklich nur noch Kinder, Tiere, Sensationen und Wetter. Das ist das, was am meisten geklickt wird, was am meisten auch Quote bringt, wenn man es einschaltet im Fernsehen. Das funktioniert, aber es ist letztendlich nicht das, was wirklich gesellschaftlichen Wert herstellt. Nur ohne, noch einmal, Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen wird das nicht funktionieren, weil irgendwann gibt es keine Menschen mehr, die sich mit so etwas tatsächlich beschäftigen. Wenn ich den Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen höre, der mir sagt, er war vor ein paar Jahren auf einer Pressekonferenz, damals noch als Wirtschaftsdezernent der Stadt Köln. Und dann kommt dann jemand mit so einem Mikrofon und sagt, wer sind Sie nochmal? Ja, Norbert Walter Borjans. Ja, Herr Borjans, ich brauche die Vornamen nicht. Der heißt Walter-Borjans. Ja. Zweite Frage, was sind Sie hier eigentlich? Wirtschaftsdezernent. Hä? Ist das sowas wie ein Amtsleiter oder was? Tatsächlich passiert. Da sehen wir, in welche Richtung das gehen kann. Und da möchte ich mahnen. Da möchte ich einfach sagen, Journalismus ist nicht nur ein Geschäft. Es darf nicht nur zur Gewinnmaximierung genutzt werden. Noch einmal, jedem sei dort, ich möchte ganz ehrlich nicht Verleger sein. Ich möchte kein Medienhaus selbst finanzieren. Ich weiß nicht, was irgendwann mal ist, aber eigentlich möchte ich mich auf meine kreative journalistische Arbeit konzentrieren können. Oder im anderen Bereich auf die wissenschaftliche Arbeit. Ich möchte mir, dass das jemand abnimmt und der soll da bitte schön auch Geld mit verdienen, ja. Aber der soll uns nicht die Daumenschrauben so ansetzen, dass er möglichst viel Geld rauspresst und dass die Qualität des Produkts leidet, weil dann wird es zumindest dann in der späteren Generation auch für diese Medienhäuser nicht nur verdammt eng, sondern da werden auch, und das, da bin ich auch fest von überzeugt, mittelfristig auch etablierte Marken schlicht und einfach vom Markt verschwinden. Man erinnert sich ja kaum noch an die zweite große Presseagentur, die es in Deutschland mal gab. Weitere Fragen da hinten. Angriff auf die Freiheit der Presse einerseits aus neue Gruppierungen von Deutschnationalen und auf der anderen Seite eben der finanzielle Druck. Aber es gibt seit 50 Jahren eine Institution vom Deutschen Journalistenverband und von den Verlegern, der Deutsche Presserat. Aber ich stelle fest, dass er zu diesen aktuellen Problemen, Angriff auf die Pressefreiheit, keine Stellung bezieht. Sie sind Mitglied, glaube ich, im Presserat oder Ihrer Organisation. Warum ist das so? Warum wird praktisch da keine aktive Stellung bezogen? Die Aufgabe des Presserates ist sehr eng umschrieben. Er wacht über die ethischen Grenzen, die nicht überschritten werden sollen. Da hat man sich eben einen gemeinsamen Kodex gegeben. Und in der Tat, wir als Deutscher Journalistenverband, nicht ich als Person, das machen Kolleginnen und Kollegen, die im Übrigen auch kein imperatives Mandat haben. Das heißt, die dürfen da frei nach eigenem besten Wissen und Gewissen entscheiden. Die werden von uns gewählt bei unserem Verbandstag. Die haben die Aufgabe, nach diesem gemeinsam festgelegten Kodex ganz konkret Beschwerdefälle zu bearbeiten. Man kann natürlich überlegen, ob man dort eine gemeinsame Initiative mal starten könnte. Und noch einmal, das ist eigentlich nicht das Forum dafür. Die Idee, und die haben auch dadurch, dass mittlerweile auch die etablierten Marken, die sich im Internet tummeln, deren Produkte werden mittlerweile auch
dem Presserat unterworfen. Und insofern haben die ohnehin gerade sehr viel zu tun. Und viele davon machen das ehrenamtlich. Insofern stellt sich die Frage und auch die aktuelle Diskussion jetzt um 12.1, die ist ja erstmal abgewendet. Und das ist eine spannende und wichtige Diskussion, auch für uns als Journalistinnen und Journalisten. Wie wollen wir also mit dem persönlichen Hintergrund von Straftäterinnen und Straftätern umgehen? Ja, solche Diskussionen werden dort geführt, da werden Entscheidungen getroffen. Eine solche Initiative, ganz ehrlich, da ist, glaube ich, auch noch keiner auf die Idee gekommen, weil das auch eigentlich nicht Aufgabe des Presserates ist. Aber in der Tat, der ideelle Rettungsschirm, das kann keine Mono-Veranstaltung von irgendjemandem sein. Aber um einen Diskurs überhaupt erstmal zu beginnen, muss jemand damit anfangen. Und ich bin im November gewählt worden und versuche eben an der einen oder anderen Stelle, deswegen der Gastbeitrag in den Blättern für deutsche und internationale Politik, deswegen auch der Auftritt hier, deswegen die Gespräche mit Redaktionen, mit Verlegern, auch mit dem BDZV oder dem VDZ, um diskursiv hier etwas zu bewegen. Wie ich in meinen Politik immer sage, in Seminaren immer so schön sage, ein Interesse, das nicht formuliert wird, findet nicht statt. Wir machen gerade Schritt 1, das Interesse schon mal formulieren. Und das sind wir nicht gewohnt. In der Journalismuswissenschaft kennen wir das, dass wir davon berichten, wir sind früher als Propheten auf einen Berg gestiegen und haben als Journalisten gesendet, aber kaum empfangen. Auf dem Berg sind wir nicht mehr. Das ist ein Rollentausch, eine Rollenveränderung, die wir auch nicht völlig übertreiben können. Wir können jetzt nicht den ganzen Tag uns an soziale Netzwerke setzen und Anfragen beantworten. Das kann auch nicht funktionieren. Wir müssen auch noch unseren Kernjob machen. Wenn Sie den ganzen Tag nur noch mit Ihrem Metzger darüber diskutieren wollen, wo das Fleisch herkommt, ist das im Prinzip eine nette Idee. Nur wenn er dann nicht mehr zum Schlachten kommt, ist blöd. Und das muss man uns eben auch zugestehen. Also da muss es auch die Arbeitsressourcen geben, dass wir uns in dieser neuen Welt auch bewegen können. Zur Anmerkung zu Ihrem Begriff der Profipresse. Ich würde Sie gerne ein bisschen ergänzt haben wollen mit dem Adjektiv wertegeleitete Profipresse. Und zwar die bitte was? Die wertegeleitete. Mhm. Sie sollte nicht irgendwie sein, weil Profipresse kann sich auch beziehen auf Katzengeschichten, die man auch professionell erzeugen kann. Aber ich finde diesen Begriff der wertegeleiteten Profipresse ganz inspirierend und ich spreche von den Werten des Grundgesetzes. Also alle journalistischen Äußerungen sollten sich in diesem Rahmen bewegen. Die Werte des Grundgesetzes werden die meisten Menschen kennen. Menschenwürde, Freiheit und andere Aspekte. Und in diesem Rahmen sollten sich journalistische Äußerungen bewegen. Deswegen finde ich diese Einrahmung wertegeleitete Profipresse eine vielleicht sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Begriff. Das war meine kleine Anmerkung. Vielen Dank. Zur Präzisierung, in der Tat ist das möglicherweise hilfreich. Ich habe sozusagen automatisch mitgedacht, deswegen ja auch der Hinweis auf den Pressekodex, der sozusagen als virtueller Rahmen um uns alle ständig herumhängt. Und da, wo er nicht gilt, also im Rundfunk beispielsweise, gibt es adäquate entsprechende Regelungen. Also, dass wir nicht nur auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, sondern in weiten Teilen auch sehr ausdifferenziert uns um ethische Fragen Gedanken machen. Das fängt in der Ausbildung schon an und ist mittlerweile auch eine sehr wichtige und sehr ausführliche Säule. Das gehört für mich so selbstverständlich zur Professionalität dazu, dass ich es jetzt nicht noch mal extra dort mit eingebaut habe. Und natürlich, wenn man einen Kampfbegriff auf der einen Seite hat, und ich predige da ja entsprechend auch nicht die absolute Wahrheit, das ist ein Vorschlag. Wenn man einen Kampfbegriff hat, da einen sozusagen nutzbaren Begriff zu versuchen, gegenzustellen, das war eben meinerseits jetzt mal der Versuch. Vielleicht hat ja jemand noch einen viel besseren Begriff. Dann freue ich mich über Zusendungen. Frank.überall mit UE und Doppel-L at dhv.de. Über die Bedeutung von Medien für unsere Demokratie. Was ich mich dann frage, ist, wer leitet dann diesen Diskurs? Also normalerweise sind die Medien ja da als ein Vermittler zwischen Staat und Gesellschaft, als ein Medium zum Ausdruck eines öffentlichen Diskurses. Nur ist es doch dann schwierig, wenn Medien über sich selbst kommunizieren sollen. Also wie soll so ein idealer Rettungsschirm in der Gesellschaft besprochen und diskutiert werden? Unter anderem durch solche Veranstaltungen wie heute. Wir müssen drüber reden. In sozialen Netzwerken, ja, in etablierten Medien. Und da müssen wir zum Teil eben von unserem Berg auch mal herabsteigen. Und das, was ich eben mit dem Hajo Friedrichs Zitat auch erwähnt habe, wir müssen uns bewusst machen, dass wir in einer Situation sind,
in einer für den Journalismus auch lebensbedrohlichen Situation, wo wir uns neu aufstellen müssen, wo wir gemeinsam darüber nachdenken müssen, mit dieser Gesellschaft, welchen Journalismus wollen wir in Zukunft und wie wollen wir ihn bezahlen. Und wenn man versucht, gesellschaftliche Diskurse anzustoßen, um dann, der Schirm ist ja dann sozusagen das Endprodukt, aber wir haben ja auch irgendwann mal gesellschaftlich darüber angefangen, aufgrund bestimmter Interessen, die Banken retten zu wollen, also da einen Rettungsschirm zu spannen. Das hat ja auch erstmal, das hat angefangen mit der Diskussion, dann kamen die Ängste, dass unsere Sparguthaben möglicherweise weg sind, was auch immer, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, wo immer die Frage ist, ob das tatsächlich diese reale Gefahr bestanden hat oder nicht. Nochmal, das kann ich, will ich auch nicht beurteilen an der Stelle, ist auch hier nicht meine Rolle. Aber wir müssen auch hier mal die Emotionen zulassen und uns bewusst machen, was sind überhaupt die Gefahren, was sind die Bedrohungen. Und was das angeht, bin ich sozusagen jetzt der Wanderprediger und versuche an verschiedenen Stellen diese Diskussion zu beginnen mit Politikern, in Redaktionen, natürlich auch innerhalb unserer Gewerkschaft, um von möglichst vielen diese Diskussion dann nach außen zu tragen. Was auch nicht bedeutet, dass wir alle sofort mit einem Konsens auf die Welt kommen. Und das, was Sie angesprochen haben, sind ja auch berechtigte Fragen. Da, wo es intensive Verquickungen gibt, zum Beispiel mit US-amerikanischen Organisationen. Da war es ja dann ein Satiremagazin, das das eigentlich etwas ausführlicher dargestellt hat, was auch wieder zumindest sehr verwandt mit dem Journalismus ist. Aber trotzdem, diesen Resonanzboden, den Sie beschreiben, den wir medial irgendwann auch für dieses Thema brauchen, den wir vielleicht noch zu wenig haben, den werden wir nur dann erreichen, wenn wir erst einmal das Thema formulieren, wenn wir das Anliegen formulieren. Und das versuche ich gerade. Dankeschön. Weitere Fragen hier vorne einmal. Ich wollte noch mal auf diese Begrifflichkeit der Profipresse kommen, die mir ein bisschen zu sehr im Kontext Ihres Vortrages als hauptamtliche Presse, als Berufspresse zu interpretieren ist. Ich glaube, Sie liegen mit diesem Begriff, wenn Sie ihn so verstehen, als Gewerkschafter richtig, aber als Medienwissenschaftler ein bisschen neben der Entwicklung. Wir haben in der Zwischenzeit halt eine vollständige Veränderung der Mediensituation durch diese tatsächlich jedem Individuum freistehenden Zugang zum Internet und zu den von Ihnen schon angesprochenen Blogformaten, WordPress etc. etc. Es ist heute nicht mehr die Situation, dass man als Individuum jenseits hauptamtlicher Tätigkeit gehindert wäre, einen professionellen, aber eben nicht hauptamtlichen Job als Journalist zu machen. Und ist es vielleicht den Gründungsvätern des Grundgesetzes damals nicht so bewusst gewesen, aber wenn wir heute ins Grundgesetz reingucken, dann steht da nicht drin, es gibt ein Privileg auf hauptamtliche Pressetätigkeit oder ein Privileg für Journalisten, die dieser Tätigkeit hauptamtlich nachgehen, sondern es ist eben einfach ein Presseprivileg. Und dieses Presseprivileg kann auch ausgenutzt werden von Leuten, die tatsächlich nur einen Blog machen. Ich erinnere daran, dass der Westdeutsche Rundfunk in Nordrhein-Westfalen vor den obersten Landesgerichten unterlegen war, als er einem Blogger versucht hat zu verwehren bestimmte Informationen, nach dem Motto, er sei ja kein anständiger Journalist, sozusagen kein hauptamtlicher Journalist. Und vor den Gerichten wurde dann festgestellt, dass auch diesem gegenüber Auskunft zu geben ist. Also ich denke, zusammengefasst, wir müssen, wenn wir über den institutionellen Schutz für die Pressefreiheit reden, uns darüber klar werden, dass dies eine Freiheit ist, die auch außerhalb der kommerziellen Welt stattfinden kann. Ja, aber, also der konkret von Ihnen benannte Fall Marvin Oppong, der da geklagt hat gegen den Westdeutschen Rundfunk, ich meine auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes und nicht auf Grundlage des Landespressegesetzes. Also eigentlich an der Stelle explizit erstmal nicht als Journalist, sondern als Bürger. Der ist nicht nur Blogger, der ist Journalist bei vielen etablierten Medien. Also Marvin Oppong kenne ich nun persönlich auch recht gut und der arbeitet für sehr viele professionelle Medien und bloggt nicht nur. Insofern wäre an der Stelle schon diese Begründung definitiv nicht hinreichend gewesen. Ja, man kann theoretisch, journalistisch in erheblichem Umfang tätig werden,
auch ohne das zu seinem Beruf zu machen, ja, auch ohne überhaupt irgendein wirtschaftliches Interesse daran zu haben. Aber es ist die absolute Ausnahme. In der Tat, da bin ich dann der Gewerkschafter, der auf die Hauptberuflichkeit oder zumindest die überwiegende Hauptberuflichkeit abstellt. Das heißt ja auch nicht unbedingt immer 100%, das kann auch eine halbe Stelle sein. Oder das adäquat einer halben Stelle von Umsatz her als freie Journalistin oder freier Journalist. Aber jetzt sozusagen jede Bürgerin und jede Bürger, der nur ein paar Katzenvideos postet, ich spitze jetzt mal böse zu, dann als Journalistin, als Journalist zu bezeichnen, da habe ich schon meine Bauchschmerzen mit. Und der Katzenstories macht, der hat keine Bauchschmerzen. Der wird das sicherlich, außer in einer Fachzeitschrift, Meine Katze und ich, wenn es sie denn gibt, dann bitte ich das nachzusehen, würde er es wahrscheinlich niemals hauptamtlich machen. Nein. Also diejenigen, die hauptamtlich nur über Katzen schreiben, kann man in der Republik, glaube ich, in einer Hand abzählen. Nein, aber wirklich jetzt mal ernst. Es muss schon, und da bin ich durchaus offen für Diskussionen, ob man ein wie auch immer geartetes Qualitätssiegel beispielsweise für journalistische Veröffentlichungen sich ersinnt, wie Stiftung Warentest oder Ähnliches. Wir müssen schon irgendwann dahin kommen, dass wir journalistische Tätigkeit im Sinne von professioneller Tätigkeit, im Sinne von Anwendung der ethischen, der rechtlichen Regeln, dass wir das unterscheiden können von irgendetwas, was mal einer quasi tagebuchmäßig irgendwo aufschreibt. Ansonsten haben wir die Beeinflussungsapparate. Ansonsten haben wir also ganz gezielte, auch politische PR von interessierter Seite mit zum Teil nicht nachprüfbaren Fakten oder sehr verschleiert nachprüfbaren Fakten. Und wir haben auch effektive sinnlos Darstellungen, die sich manchmal dadurch entlarven, dass sie einfach voller Fehler und auch voller Rechtschreibfehler sind, dass man den Text gar nicht richtig lesen kann. Gut, dann hat sich das Kriterium der Professionalität an der Stelle ohnehin schon erledigt. Aber es ist nicht immer so einfach, das auf den ersten Blick zu erkennen und auch auf den zweiten Blick nicht. Und darüber in der Tat brauchen wir einen Diskurs. Ich möchte in der Tat nicht diejenigen abqualifizieren, die sozusagen das nicht als Hauptberuf machen. Aber die Hauptberuflichkeit hat halt dann auch einen eigenen ethischen und rechtlichen Rahmen, der hoffentlich immer eingehalten wird. Hoffentlich. Genauso wie es da schwarze Schafe gibt, gibt es auch bei den Schwarzen weiße Schafe. Eine Frage. Und trotz Blitz und Donner sind wir hier sehr sicher im Raum. Keine Angst. Habe ich sowas Schlimmes gesagt, dass es jetzt gleich donnert? Meine Frage bezieht sich viel... Vielleicht sogar ganz besonders auf die Frage der Hauptamtlichen. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass gerade bei hauptamtlich professionellen, sehr wohlbestallten Journalisten eine zu starke Nähe zum Staat und zu staatlichen Institutionen und Regierungen die Folge sein könnte? Das gab es doch in der Vergangenheit zumindest öfters, oder? Ja, natürlich, die Gefahr ist nie ganz auszuschließen. Nur wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel bei uns mittlerweile im Verband rund die Hälfte der Mitglieder freie Journalisten sind, die auch in aller Regel deswegen frei sind, weil sie nicht nur einen Auftraggeber haben, dann wird das verdammt schwierig, die sozusagen mit einem Einflusssystem einzufangen. Ja, das sieht man auch bei mir. Also ganz ehrlich, ich glaube, das darf ich auch öffentlich sagen, auch beim Westdeutschen Rundfunk sind mir Themen abgelehnt worden. Und man kann manchmal subjektiv den Eindruck gewinnen, dass das vielleicht nicht nur sachliche Gründe an der Stelle gehabt hätte. Man kann subjektiv zu diesem Eindruck kommen. Aber damit kann man heute niemanden mehr einfangen. Zum einen gibt es für Festangestellte dann entsprechende Gremien, Redakteursausschüsse und Ähnliches. Zum anderen, freie Mitarbeiter gehen dann einfach direkt zur nächsten Haustür. Und machen es dann halt woanders. Und das kann man auch nicht mehr. Es gab eine Zeit lang so einen Dünkel, wer für bestimmte arbeitet, darf für bestimmte andere nicht mehr arbeiten. Das ist heute nicht mehr so. Wer professionell arbeitet, lässt sich von einem solchen System nicht einfangen. Allerdings, ich komme aus der Korruptionsforschung, wir sind alle nur Menschen. Und wer es gezielt drauf anlegt, deswegen ja vorhin auch dieses Beispiel, nicht umsonst, der sündigen Pfarrer, der korrupten Polizisten. Also eigentlich beides etwas, was wir uns eigentlich jetzt von der Logik her gar nicht vorstellen können, was es gar nicht geben kann. Als ich das erste Mal mich um
korrupte Polizeibeamte, korrupte Finanzbeamte und Ähnliches gekümmert habe, da dachte ich, oh, das kann jetzt nicht sein. Das ist ja jetzt die extreme Abweichung. Nee, auch das kommt vor. Wo Menschen am Werk sind, kann es auch Fehlentwicklungen geben. Ja, natürlich. Und da müssen wir wachsam sein und deswegen ist eben auch dieser ethische Rahmen so wichtig. Der ethische Rahmen, der eben auch darauf achtet, dass zum Beispiel auch bestimmte Posten in Redaktionen nicht zu lange immer in der gleichen Hand bleiben, sondern auch mal wechseln, damit sich solche entsprechenden Kontakte der negativen Art nicht verfestigen können. Diesmal kann ich beruhigen, diesmal ist es eine Frage. Sie haben eben gesagt, dass es quasi dass eine Nachprüfbarkeit sozusagen in der sogenannten, ich sag mal sogenannte Qualitätspresse, weil ich sehe sie nicht als Qualitätspresse, nicht alles dort, dass das dann nachprüfbar ist. Ich habe mal eine süddeutsche Zeitungsjournalistin gefragt, die Frau Zekri war es gewesen, warum denn, dafür gibt es das Internet, und da kann man ja durchaus auch, ohne dass es den Leser stört, Quellen angeben. Ich sehe jetzt mal Zeit in der Süddeutschen, in der FAZ, ich sehe da seltenst Quellenangaben, auch bei längeren Essays, längeren Artikeln. Während, sage ich mal, jeder halbwegs professionelle Blogger, die mögen seriös sein, unseriös sein, aber man kann es nachprüfen, Quellen angibt. Also gerade im Internet, auf verschiedenen Internetportalen, finde ich eben diese Quellenangaben und kann nachprüfen, während ich es eben, sage ich mal, bei den etablierten sogenannten Qualitätsmedien nicht finde. Da gibt es die Quellen nicht an. Und ihre Antwort war gewesen, das fand ich sehr erschütternd, die war sehr lapidar, ich kann auch nicht jedes Kaffeegespräch angeben, was ich geführt habe. Und das ist natürlich für ein Qualitätsmedium sehr, sehr lausig, so eine Antwort, sage ich mal. Und deswegen wäre das mal interessant, vielleicht mal Sie vielleicht einbringen, dass man einfach dann, dass die Süddeutsche und so eine sogenannte Qualitätsmedien vielleicht auch mal die Quellen angeben. Das wäre vielleicht auch ein Impuls für Ihre Arbeit. In der Tat, interessante Anregung, werde ich gerne mal mitnehmen, aber wie viel zahlen Sie für Ihr Abo bei der Süddeutschen, für die Online-Ausgabe? Gar nichts. Ah, danke. Das ist das Problem. Denn ja, das ist schön, aber Sie haben ja nicht an die werbefreie Zeitung jetzt diese Anforderungen gestellt. Jede Tätigkeit, die dann sozusagen zusätzlich gemacht werden soll, auch ich würde mir das manchmal wünschen, dass die Quellen dann angegeben, dass sie verlinkt werden. Zum Teil wird es ja, selbst bei Spiegel Online oder sowas, es wird ja zum Teil auch gemacht, auch zum Teil bei süddeutsche.de. Ja, das könnte man noch ausführlicher machen, aber ja, das kostet auch Man- bzw. Womanpower. Ja, weil zum Beispiel bei dem Kaffeegespräch, auch das kommt natürlich vor. Aber wenn ich dann jemanden zitieren möchte, muss ich ihn ja sowieso nochmal anrufen. Und dann kann ich ihn auch direkt fragen, ob ich sozusagen nochmal den Verweis darauf, ja, also Interview am so und so vielten oder schriftliches Statement oder was auch immer. Das kann man natürlich machen. Die Frage ist, ob es A, auch überhaupt angenommen würde, also ob es nachgefragt wird. Da kenne ich jetzt ehrlich gesagt keine... Ja, ja, ja. Das Geschäftsmodell funktioniert aber nicht, Sie wollen wissen, sondern das Geschäftsmodell funktioniert, wenn es ganz viele wissen wollen und dann auch nutzen als Service. Ja, die Zahl wissenschaftlicher Texte in der Süddeutschen Zeitung ist sehr übersichtlich, um nicht zu sagen zu... Ja, Sie müssen sich jetzt schon entscheiden, ob Sie mit wissenschaftlicher oder mit journalistischer Ethik argumentieren wollen. Also eins von beiden jetzt. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ist weitere Fragen hören? Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, wunderbar. Sie haben mehrfach den Pressekodex angesprochen. In Zeiten eines sehr darbenden Online-Journalismus, der immer wieder nach Erlösquellen sucht und sie schwerlich findet, sind Sie der Ansicht, dass der Pressekodex dort in dem gebotenen Maße gelebt wird? Stichwort Trennungsgebot. Das Trennungsgebot von Werbung und Redaktion. Ob das in Online-Journalismus hinreichend gelebt wird oder nicht, teilt sich jetzt in zwei Sphären auf. Also die etablierten Marken, die auch dem Pressekodex unterstehen. Da gibt es neue Werbeformen oder relativ neue Werbeformen wie Native Advertising. Wo die Diskussion, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende geführt ist, wo wir auch noch darüber nachdenken müssen, was die Kennzeichnung dieser Werbeformen angeht, dass das manchmal noch etwas wenig offensiv, um das vorsichtig auszudrücken, geschieht. Auch ein Diskurs, den wir da dringend führen müssen. Man bewegt sich aber gleichzeitig in einem Wettbewerbsumfeld,
wo in weiten Teilen die Regulierung dessen, was im Internet auch als Videoproduktionen stattfindet, nicht hinterhergekommen ist. Also wenn man sich anguckt, wie beispielsweise Modeblogging funktioniert, ja, mit einerseits großen Mengen an Waren, die zum in Anführungsstrichen Testen zur Verfügung gestellt werden. Übrigens einkommensteuerrechtlich ein ganz spannendes Problem. Und zum anderen die sogenannten Affiliate-Links. Das heißt, wenn man dann das Produkt dort gesehen hat, das dort meistens nicht so intensiv kritisiert wird, sondern vorgestellt im Sinne von präsentiert wird. Wenn man dann entsprechend klickt und dort bestellt, dann verdient eben eigentlich der Blogger erst richtig daran. Zum Teil wird auch vorher schon Geld bezahlt, aber meistens läuft das Geld über diesen Weg. Und da sind wir noch ganz in den Kinderschuhen. Da konsequent auch mal die Landesmedienanstalten diskutieren das ja gerade, dass sie auch solche Dinge mal intensiver in den Blick nehmen. Ich finde das eine richtige und eine wichtige Diskussion, weil sonst verlottern die Sitten. Und dann kommen eben solche Dinge, die nicht mehr ausreichend gekennzeichnet sind. Ich meine, über die 8-Punkt-Schrift oder 7-Punkt-Schrift-Anzeige über manchen Texten, da wird sich dann auch beschwert. Mittlerweile ist es so, dass diese Dinge oft gar nicht mehr zu Beschwerden führen, auch wenn sie natürlich mal ausgereizt werden. Wenn natürlich mal jemand guckt, wie weit kann ich denn gehen? Das ist doch völlig menschlich. Ja? Haben wir natürlich nur als Kinder so gemacht. Würden wir heute niemals auf die Idee kommen, aber seien wir doch ehrlich, es ist doch menschlich. Natürlich probiert man das aus. Und in der Tat ist das eine wichtige Debatte, ein wichtiger Diskurs, den wir da auch führen müssen und wo Sie jetzt noch eine Nachfrage haben. Genau. Und zwar, es betrifft ja nicht nur die Modeblogger, sondern letztlich sind es ja auch die seriösen Medien, die gerade im Affiliate-Marketing sehr aktiv sind. Mittlerweile sind die Großen dazu übergegangen, dann verschämt Anzeige drüber zu schreiben, wenn sie dann irgendwie einen Finanzrechner präsentieren und dergleichen mehr. Das war lange Zeit nicht der Fall. Und die Frage ist tatsächlich, ob man das dadurch eingefangen bekommt, indem man verschämt kleine Anzeige drüber schreibt, aber es doch so in den redaktionellen Kontext einbettet, dass es eben als ein redaktionelles Angebot darüber kommt. Spannende Grundsatzdiskussion, denn auch in der Vergangenheit hatten wir solche Werbeformen. Die Verlagssonderveröffentlichung, die manchmal im gleichen Schrifttyp gesetzt ist wie der Rest der Zeitung. Also ich glaube, bei aller Kritik manchmal an Medienkompetenz, ich glaube schon an der Stelle, dass die Menschen das unterscheiden können. Die Frage ist in der Tat, wie wird es gekennzeichnet? Deswegen, ich sage ja auch, da hat es die Ausreißer gegeben, also wer dann wirklich nur noch mit einer gar nicht mehr lesbar kleinen Schrift da Anzeige drüber schreibt, ja, oder wie Stefan Raab das ja gemacht hat, der Dauerwerbesendung einblenden musste und deswegen in der gleichen Schriftart zu den anderen Zeiten immer Dauerfernsehsendung eingeblendet hat, ja, damit man gar nicht mehr merkte, dass da jetzt plötzlich was anders ist. Das sind Umgehungstatbestände, das geht nicht. Und in der Tat, da muss man dann einen Diskurs drüber führen. Ich würde aber auch diese Einnahmequelle, wenn sie anständig gemacht wird, nicht verteufeln. Weil verteufeln heißt dann auch diese Finanzierungsmöglichkeit für Medien in Frage zu stellen. Und das würde ich so pauschal nicht machen. Noch einmal, in der Vergangenheit hatten wir sie auch und auch da haben wir drum gerungen. Wie macht man es am besten? Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten und noch eine weitere Frage. Ja, Herr Überall, meine Frage geht in die Richtung, Sie haben ja eben so ein bisschen schon so Finanzierungsmöglichkeiten von Medien und so angerissen, geht so ein bisschen weg von Lügenpresse. Aber meine Frage ist ganz kurz. Womit lässt sich denn zukünftig, oder sagen wir auch für zukünftige Journalisten, womit lässt sich denn überhaupt noch Geld verdienen? Ist dieser Beruf des Journalisten im Prinzip, zumindest um eine Familie durchzubringen, tot? Vielleicht hätten Sie in Rahmen dieser Ringvorlesung auch in einer Veranstaltung einen Wahrsager oder eine Wahrsagerin einladen sollen. Also ich beschäftige mich ja viel auch mit solchen Konzepten und mit diesen Fragestellungen. Und ganz ehrlich, jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler, der Ihnen darauf jetzt eine Antwort gibt und Ihnen versichert, in 10 Jahren wird das exakt so sein, ist nicht sonderlich seriös, sagen wir es vorsichtig. Wir suchen gerade, was ich ja vorhin auch meinte, zum Teil auch etwas erratisch, nach Einnahmequellen. Ich sehe, dass Projekte wie Blendle zum Beispiel, dass Projekte wie Korrektiv zum Teil in einem Teilsegment schon funktionieren. Und wir können zum Beispiel auch viel von der Musikindustrie lernen. Auch ungewöhnliche Wege können wir da erlernen. Man verdient doch heute mit der Veröffentlichung von Musik, also früher auf diesen Vinylschallplatten, ja, einige werden sich noch erinnern, dann waren es die CDs,
Zwischendurch gab es mal so ein System, Minidisc hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ja, das hat ja auch schon da unglaublich viele Umwälzungen gegeben. Und mittlerweile spielt das eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Also Vinyl soll wieder im Kommen sein. Ja, ein bisschen was nimmt man damit auch ein, das ist schön. Aber diese ganzen anderen Geschichten, auch mit iTunes und so, es funktioniert nur bedingt. Das heißt, da sind zum Beispiel die Radioeinsätze, die Fernseheinsätze und vor allem auch die Konzerte. Das Spannende ist ja, auch bei dieser ganzen digitalen Welt, dass das Pendel auch an manchen Stellen zurückschlägt. Man kann sich das hier jetzt alles auch schön im Internet angucken. Das machen sicherlich auch ganz, ganz viele. Aber der Saal hier ist auch voll. Das heißt, es gibt auch die Sehnsucht danach, mit Menschen mal wieder zu sprechen, Menschen mal wieder leibhaftig zuzuhören. Und da sehe ich auch Chancen drin, zum Beispiel auch für Journalismus, auch über solche Formate mal nachzudenken. Ja? Wenn Sie sehen, wie viele Menschen zum Teil in Talkshows, Spielshows und sonst was sich in Massen reinkarren lassen, ja? Denen darf man auch gerne mal was zumuten und richtig spannende Diskussionen mit denen führen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und noch einmal, ich bin fest davon überzeugt, dass wir mittelfristig auch die Menschen dazu bekommen, auch im Netz zu bezahlen. Das tun sie für Musik mittlerweile auch. Ich bin davon überzeugt, die Zeit zum Beispiel, die Wochenzeitung hat Rekordauflagen, also nicht nur kein Minuswachstum, sondern Steigerungen, Rekordauflagen. Das heißt, es gibt eine Sehnsucht nach gut recherchiertem Journalismus, nach Einordnung und ja, dann auch Kommentierung. Und das müssen wir bedienen und nicht alleine die Tageszeitungen als Agenturfriedhof am nächsten Tag erscheinen zu lassen. Wir müssen uns daran, dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Mediengattungen, daran müssen wir uns gewöhnen. Das mussten wir uns übrigens auch, als das Fernsehen angeblich das Kino verdrängte. Da hat sich was verändert, ja. Aber das Kino ist nicht tot. Und Journalismus wird A, sowieso nicht sterben und B, auch neue Formen finden. Zum Beispiel News Games und viele andere Sachen. Aber das wird jetzt, glaube ich, sehr weit führen. Ja, es gibt noch eine abschließende Frage für heute mit der Bitte um eine kurze Antwort. Okay, dann will ich die Frage auch versuchen, kurz zu fassen. Durchaus zum Abschluss. Ist die Frage nach dem Zustand der Medienkritik in Deutschland, gerade in diesen letzten Monaten. Mein persönliches Gefühl ist, es gibt bei den Medien eine wachsende Wagenburg-Mentalität. Man versucht sich zu immunisieren gegen alle Formen von Kritik und setzt sich in erster Linie mit dem Vorwurf der Lügenpresse auseinander oder verteidigt sich dagegen. Und dabei fällt die Differenzierung sozusagen innerhalb des eigenen Lagers hinten runter. Plötzlich sind alle von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bis zur Bild-Zeitung, alle Profis, alle sind sie gemeinsam in dieser Wagenburg und verteidigen sich und alles das, was man vorher an Differenzen dort festgestellt hat, wird glatt gebügelt. Ist diese Wahrnehmung berechtigt? Als Außenwahrnehmung ja. Es gibt im Moment diese allgemeine Bedrohungslage, weswegen Kolleginnen und Kollegen zusammenstehen. Aber wer wie ich auch öfter auf Medienkonferenzen ist, der weiß, wie viel wir uns hinter den Kulissen immer noch wie die Kesselflicker streiten. Der Diskurs findet nur nicht im Moment so in der Breite öffentlich statt, weil er eben überschattet wird von diesem Kampfbegriff der Lügenpresse. Und das, muss man ja sagen, hat funktioniert. Dieser Kampfbegriff war anschlussfähig, ist auf einen Resonanzboden gesellschaftlich gefallen, wo wir jetzt sehen müssen, dass wir das wieder rauslösen. Und dann werden auch diese ganzen Unterschiedlichkeiten in den journalistischen verschiedenen Richtungen, die Sie aufgezählt haben, es ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man für Bild und Taz gleichzeitig arbeitet, da gibt es ja schon Unterschiede. Und insofern wird es auch diese Diskurse wieder geben. Aber im Moment ist die Bedrohung einfach so groß, dass diese Diskurse nicht mehr durchdringen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Frank Überall, für den Beitrag. Danke Ihnen. Vielen Dank für die Teilnahme. Kommen Sie gut durchs Gewitter nach Hause und kommen Sie am Montag wieder. Dann haben wir Akman Süleyman zu Gast, ehemaliger Al Jazeera-Journalist und freier Journalist, und er wird aus dem Nahen Osten berichten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Gorchen. Danke.